Hallo und herzlich willkommen bei Mr. Food TV Karrieremodus mit den Hamburger SV. Die letzte Folge also. Heute hier das Spiel im deutschen Pokal, DFB-Pokal, das Finale gegen Gladbach. Ja, die Liga, wo haben wir sie abgeschlossen? Das sehen wir nicht. Wir werden es sehen, wenn wir fertig sind. Ich sage, wir starten direkt das Spiel gegen Gladbach. Und los geht's also ins Finale. Willkommen im Olympiastadion. Deutscher Pokal, das Finale. Gladbach gegen Hamburg. Heute hier entscheidet sich, wer den DFB-Pokal mit nach Hause nehmen darf. Ich hoffe mal, das sind wir. Wir spielen auf Konter und defensiv. Wir wissen nicht, wie Gladbach heute drauf ist. Kruse hat hier erstmal alle Zeit der Welt. Kann da frei aufspielen. Traoré, Xhaka, schön rübergespielt auf Traoré. Der legt ihn nochmal runter auf Korb. Der kommt nicht so gut. Nachschussmöglichkeit für Xhaka. Da war die erste Möglichkeit schon. Jiracek. Mbolo startet, aber kommt nicht an den Ball. Kruse. Traoré, ah, der war nicht gut. Laporte, oh, nicht schön geklettert. Oh, da ist alles offen da hinten. Wo läuft denn Rausch rum? Mbolo, gerade noch so mit dem Kopf geklärt. Jiracek wartet hier auf eine Anspielstation. Mbolo wartet da ein bisschen zu lange, aber setzt schön nach und kann den Angriff unterbinden. Dietmeier. Agbonlahor. Tielemans. Ah, nicht gut. Jiracek setzt nach. Mbolo. Beister setzt sich da schön durch. Kommt zum Flanken, aber Korb behindert da noch rechtzeitig diese Flanke. Dietmeier. Tielemans, Mbolo, Beister, Zivkovic wird da gefoult, Schiedsrichter sagt, alles sauber. Ah, Mbolo, ein bisschen zu doll nach vorne getreten, Traoré, Zivkovic hinterher, ah, Nordweit, Raphael Nordweit, schönes Spiel, Dominguez, Hazard, Thorgan Hazard. An der linken Seite Raphael. Raphael kann den flanken. Gefährlich. Aber Tielemans klärt ihn da. Mbolo, Zivkovic. Immer noch Mbolo. Setzt nicht schön nach. Beister spielt den Pass nochmal direkt auf Mbolo. Ah, Mbolo ein bisschen zu verspielt. Traoré steckt ihn da schön durch auf Kruse. Der spielt ihn direkt weiter auf Raphael. Traoré. Tielemans noch da. Es gibt nur einen Wurf für Gladbach. Den habe ich gesehen. So, jetzt hier. Mbolo und Zivkovic. Aber runter auf Beister. Immer noch Beister. Maximilian Beister kommt zum Flanken. Mbolo an dem Pfosten. Die Riesenmöglichkeit da für den HSV hier in Führung zu gehen. Aber Mbolo bringt ihn da nicht im Tor unter. So. Dominguez. Traoré. Wieder Dominguez flankt den rein. Raphael. Laporte. Mbolo. Zivkovic steckt ihn da schön durch auf Agbonlahor. Immer noch Agbonlahor. Agbonlahor will da flanken und Abenur, der klärt den denn ins Aus. Eckball für den HSV. Kurz ausgeführte Variante. Zurückgelegt. Agbonlahor flankt den rein, aber Zivkovic kommt nicht richtig ran. Ja, der Pass war auch nicht gut da aus dem Halbfeld.
Korb. Chaka, Raphael. Und dann geht es erstmal in die Halbzeit mit einem 0:0 im Finale. Ja, ausgeglichene Partie. Kein Schuss von Gladbach, ein Schuss vom HSV und der war gefährlich. 50% Ballbesitz, vollkommen ausgeglichen. Wir gehen hier in die zweite Halbzeit. Wir gehen ein Punkt offensiver. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir zu defensiv sind. Ein Punkt. Embolo, schön. Sieht da schön. Dietmeier starten. Dietmeier, nein, das gibt's doch nicht. Frei vom Tor setzt er den daneben. Dennis Dietmeier hätte sich hier verewigen können. Sommer macht den Abstoß weit. Der kommt nicht gut an. Beister. Embolo. Jiracek. Schön reingespielt, aber Beister ein Schritt zu kurz. HSV bleibt hier beim Ballbesitz. Schön rübergelegt da. Zivkovic kann den nicht richtig behaupten. Kruse, kein guter Pass. Tillemans holt sich den. Oh, Raphael. Oh, Dietmeier, was machst du denn da? Jetzt hier die Kontermöglichkeit über Traoré. Gut aufgepasst von Laporte. Der spielt den da schön durch auf Beister. Beister! 1:0. Traumhaft. 58. Minute. Maximilian Beister war vorm Absprung vom HSV am Anfang der Saison. Wollte nicht mehr, wollte auf die Transferliste. Und hier macht er jetzt das 1:0 im Pokalfinale. Was für ein Wahnsinnsspiel, was für ein Wahnsinnsspieler Maximilian Beister. Sein zweites Tor im Pokal und vielleicht eins seiner wichtigen Tore überhaupt in seiner Karriere. Lassen wir uns mal überraschen, was hier noch passiert. De Dominguez, Traoré. Gladbach jetzt in die Offensive mit Druck. Alles nach vorne. Fehlpass von Traoré. Agbonlahor. Schön durchgespielt wieder auf Agbonlahor. Gabriel Agbonlahor. Der hat Zeit, der hat Platz. Toni Janschke klärt. Traoré. Schnell nach vorne auf Raphael. Der verliert den Ball. Jiracek. Dietmeier. Tillemans. Embolo. Dietmeier will den dann nach vorne spielen. Der kommt nicht gut durch. Dominguez hat den sicher. Raphael gegen Jiracek. Keine Möglichkeit. Jiracek, der steht da gerade wie eine Wand. Agbonlahor, Dominguez. Jiracek. Wieder Jiracek da. Traoré. Der nächste Versuch. Raphael. Janschke. Nach vorne rein. Der kam nicht gut an. Embolo. Vor auf Zivkovic. Der ist zu weit weg. Startet da ein bisschen zu spät. Korb. Spielt ihn da schön runter auf Traoré. Der hat alle Zeit, der will. Der kann ihn da reinschippen. Chaka legt ihn nochmal ab auf Hazard. Hazard legt ihn nochmal hoch auf Kruse. Kruse! Anschlusstreffer. 75. Minute. Was für ein verrücktes Spiel hier im Finale. Das Tor hat natürlich nicht Kruse gemacht, sondern Chaka. Das ging jetzt so schnell, da ich überhaupt nicht mehr hinterhergekommen bin mit dem Kommentieren. Embolo, Anstoß, HSV. Rausch. Jiracek. Tillemans. Legt den zurück. Rüdiger. Rausch. Oh, was für eine schöne Kombination da gerade vom HSV. Aber Jiracek bleibt dann hängen. Jetzt hier die Kontermöglichkeit für Gladbach. Toni Janschke steckt ihn da durch auf Raphael. Janschke flankt den rein. Rüdiger klärt den. Zivkovic. Zivkovic alleine. Keiner da, der hilft. Wunderschön gespielt von
von Embolo und Agbonlahor macht das 2:1. Jetzt war ich so durcheinander. Agbonlahor. Wahnsinn. 86. Minute. Gabriel Agbonlahor. Das 2:1. Schön gemacht von Embolo. Rübergelegt. Traumhaft abgeschlossen von Agbonlahor. Sommer im Tor. Absolut keine Chance. Auch für Agbonlahor das zweite Tor im DFB-Pokal. Jetzt sollten wir aber hier auf sehr defensiv schalten, denn Gladbach kann nochmal gefährlich nach vorne kommen. Korb. Korb immer noch. Spielt ihn auf Kruse. Wieder auf Korb. Wir machen jetzt hier alles dicht. Der flankt ihn einfach nur noch rein. Laporte klärt ihn da. Embolo. Zivkovic. Zivkovic, der wartet wieder. Cool und überlegt. Der sieht oben Beister mitkommen. Maximilian Beister flankt den da rüber. Aber Embolo macht den nicht. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Hamburger SV ist DFB-Pokalsieger. Nach einer durchwachsenen Saison. In der 86. Minute macht Agbonlahor hier das wichtige Siegtor für die Hamburger. Wir gewinnen also wenigstens ein Pokal diese Saison. Wunderbar. So, und damit endet also auch das Let's Play FIFA 15, der Karrieremodus mit den Hamburger SV. Und wir sehen uns dann zu einer neuen Saison wieder. Und zwar in FIFA 16. Und der Verein steht ja noch nicht fest. Wir werden uns überraschen lassen. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Mr. Fu TV. Wenn es wieder heißt FIFA 15, nein, ist ja Quatsch, wenn es wieder heißt FIFA 16, der Karrieremodus. Ich verabschiede mich, ich danke euch fürs Zusehen und dann sage ich ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey, I can't take it back, look where I'm at. We was OD like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to.